Wir haben ja eben benutzt, und das werden wir dann sowieso später brauchen, wenn wir Bewegung, wir wollen ja dann nachher auch Bewegung haben. Wir haben benutzt SetTimeout, eine typische JavaScript-Funktion, mit der man sagt, warte so und so viele Millisekunden, bevor du irgendwas machst. Es gibt alternativ auch die Funktion SetIntervall, mit der Sie von vornherein festlegen können, dass eine Funktion immer wieder in bestimmten Intervallen aufgerufen wird. Das sind zwei typische JavaScript-Funktionen. Könnten Sie sich vorstellen, dass es damit eventuell Probleme gibt, wenn Sie diese Technik verwenden? Also was wir jetzt gemacht haben ist, wir rufen in regelmäßigen Abständen eine Funktion auf, die den Renderer aufruft, weil wir irgendwas geändert haben in der Szene. Ja? Vorstellen, dass die dann aufgerufen wird, wenn die der vorherige Aufruf noch gar nicht durchgelaufen ist. Okay, das würde mit Setintervall passieren Also können, mit wäre das SetTimeout ja nicht, weil wir dann immer genau. erst uns selbst aufrufen. Ja, aber es wäre auch ein Problem, ja? Wäre das nicht ziemlich arbeitsaufwendig? Es ist ziemlich arbeitsaufwendig aus verschiedenen Gründen. Also natürlich, Arbeitsaufwand an sich müssen Sie auf jeden Fall haben, wenn Sie Bewegung haben, weil Sie natürlich immer, wenn Sie was ändern, neu rendern müssen. Da kommen Sie nicht drum rum. Aber es ist arbeitsaufwendig aus zwei Gründen. Einmal, was hier jetzt zum Beispiel passiert, ist, dass natürlich ständig neu gezeichnet wird, obwohl es eigentlich gar nichts neu zu zeichnen gibt. Eigentlich bräuchten Sie das ja nur zu machen, wenn Sie was ändern. Was aber eigentlich noch fast wichtiger ist, ist, es wird auch ständig was neu gezeichnet. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwas, was sich bewegt, ein Spiel oder so. Wenn das Browserfenster gar nicht da ist, wenn Sie zum Beispiel Ihren Browser auf mehrere Reiter verteilt haben und Sie gucken sich auf dem anderen Reiter gerade Facebook an, dann würde Ihr Programm trotzdem im Hintergrund ständig irgendwelche Sachen machen, obwohl es gar nicht müsste. Ja? Das ist ein Problem. Und es gibt noch ein anderes Problem, das ist ein bisschen subtiler. Diese Zeiten, die Sie da angeben, die haben nichts zu tun mit den Bildschirmwiederholraten, die Ihr Browser hat. Je nachdem, was für einen Rechner Sie haben und was für einen Browser Sie haben, werden Sie zum Beispiel vielleicht sowas haben wie, das Bild wird pro Sekunde 60 Mal neu gezeichnet. Und wenn das nicht synchronisiert ist und Sie haben irgendwas, was sich wirklich schnell bewegt, dann können Sie irgendwelche unschönen Artefakte bekommen, die eigentlich gar nicht das sind, was Sie haben wollen. Darum gibt es eine Funktion schon seit längerem in JavaScript, die hat mit Street.js gar nichts zu tun, die versucht genau mit diesem Problem klarzukommen. Und diese Funktion heißt Request Animation Frame. Und die macht genau das, was der Name sagt. Die bittet den Browser um ein Animation Frame. Und damit ist gemeint, ich sage dem Browser, pass mal auf, ich will was animieren. Das heißt, ich möchte was auf den Screen zeichnen, möglichst bald. Und der Browser sagt, okay, ich merke mir das. Und wenn ich das nächste Mal ein neues Frame zeichne, rufe ich dich vorher auf. Das heißt, man übergibt dem Browser eine Funktion. Und sagt, diese Funktion, die macht was und die soll aufgerufen werden, kurz bevor das nächste Mal ein Frame kommt. Das ist eigentlich schon alles. Mal gucken, ob wir das jetzt direkt so hinbekommen. Das müssten wir hier an der Stelle machen, wo hier SetTimeout steht. Hier würden wir jetzt schreiben, wenn ich das mit der Syntax richtig hinbekomme, einfach Request Animation Frame. Render. Mal gucken, ob das so funktioniert. Funktioniert. Das macht für uns jetzt erstmal keinen großen Unterschied aus. Das war auch vorher in keiner Weise irgendwie flackerig oder arbeitsaufwendig. Ist aber eine Sache, die einfach die bessere Technik ist. Also wenn Sie irgendwas mit Zeichnen im Browser machen wollen, Sie wollen es synchronisiert haben mit den Bildwiederholraten, dann ist die bessere Technik zu sagen, Request Animation Frame. Der Vorteil von sowas wie Set Timeout ist natürlich, dass Sie mit Set Timeout bestimmte Zeitintervalle genau setzen können. Also Sie können zum Beispiel sagen, ich möchte, dass dies nur 10 Mal pro Sekunde passiert, weil ich mir vorher überlegt habe, mit welcher Geschwindigkeit sich was über den Bildschirm bewegen will. Hier sind Sie natürlich den Bildwiederholraten des Browsers ausgeliefert. Das heißt, in der Realität, und sowas werden wir auch noch machen, müssen Sie beides kombinieren. Sie müssen einmal diese Funktion Request Animation Frame nehmen, aber andererseits müssen Sie die Zeit messen und sowas machen wie, mach dies erst, wenn wieder 200 Millisekunden vergangen sind.
damit ihr Film zum Beispiel nicht zu schnell oder zu langsam abläuft. Aber über solche Dinge werden wir dann noch reden, wenn es soweit ist. Ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, ich gebe Ihnen diesen Code, der hier ist, jetzt einmal komplett, können Sie sich aus Emil runterladen und dann können Sie sich aus Emil auch gleich eine Stundenübung runterladen, wo Sie selbst mal ein bisschen rumprobieren können. Und ich gucke ein bisschen, was Sie so machen.